Wir sind die Bielefeld Agents und wir sind eine Hochschulgruppe an der Universität Bielefeld. Wir versuchen primär Studierende mit dem gemeinsamen Hobby Gaming zu verknüpfen, zu vernetzen. Neben Online-Aktivitäten, also Dingen, die wir online mit der Community gestalten, machen wir auch viele Offline-Events. Das heißt, wir treffen uns zu alltäglichen Sachen, wie zum Beispiel Mensa-Gängen oder halt in Lernräume gehen, aber auch zum Beispiel mal gemeinsam Billard spielen, wandern oder in Bars gehen. Also ich persönlich bin halt dazu gekommen, weil ich mich am Anfang ein bisschen verloren gefühlt habe. Und ich habe da Anklang gefunden, ich habe Freunde gefunden und ich habe gesehen, wie gut es mir getan hat und wie gut es auch ist, das voranzubringen. Ich als Frau kann stolz sagen, ich bin froh, bei den Eltern zu sein. Ich muss keine Angst haben. Wir sind tolerant, wir sind offen, egal welche Identität man hat, egal welche sexuelle Orientierung. Und ich finde, das fehlt wirklich im Gaming-Bereich. Wir führen das Agents-Projekt schon seit circa 6 Jahren. Das ist eine unfassbar lange Zeit und wir sind über diese gesamte Zeit zu etwas mehr zusammengewachsen als nur einem Freundeskreis. Wir verbringen fast täglich Zeit. Das Thema Agents ist eine Sache, mit der wir täglich konfrontiert sind, worüber wir täglich reden. Und ich habe über die Arbeit halt auch viele Leute kennengelernt, die ich inzwischen zu sehr, sehr engen Freunden zählen würde. Grundsätzlich kann jeder mitmachen. Was sie erwartet, eine große Community, die sie mit offenen Armen willkommen heißt. Und vor allem auch, man muss nichts Spezielles mitbringen. Also man muss kein Gamer, Gamerin sein. Man muss kein Equipment mitbringen. Es gibt auch Leute bei uns, die spielen nur auf dem Handy. Es gibt Leute bei uns, die spielen auf dem iPad. Das haben wir auch. Wir haben auch Leute, die haben gar nichts mit Gaming zu tun und kommen dann immer nur zu den Events, die wir halt quasi in der Community machen. Und das ist auch schön. Also im Grunde kann jeder bei uns mitmachen.